Hallo ihr Lieben, ich habe heute eine Kleinigkeit mit euch vor. Und zwar habe ich ja jetzt erst seit ein paar Wochen mein Akkuladegerät für meine Kamera hier und kann die jetzt wieder benutzen. Und ich habe bisher noch absolut gar keine Fotos hier in Lissabon gemacht. Und da ich in 2 Wochen schon wieder zu Hause bin, dachte ich mir, ich gehe heute mal auf Fototour. Uni ist im Moment ein bisschen weniger stressig. Ich habe die ersten Examen hinter mir, die letzten Projekte habe ich heute abgeschlossen. Und ich habe jetzt ein bisschen Zeit und es regnet auch nicht. Die letzten Tage hat es nämlich permanent geregnet. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch ein bisschen Lissabon und verbringe mit euch einen schönen Nachmittag. Es ist nämlich, glaube ich, schon irgendwie fast 2 Uhr, weil, wie gesagt, ich hatte heute Morgen noch ein paar Sachen zu tun. Falls ihr übrigens ein Rauschen im Hintergrund hört, das ist mein kleines Heizding hier unten, die einzige Heizung, die ich im Moment habe. Und ich bin schon in Weihnachtsstimmung. Ich habe meine Weihnachtssocken an. Woo! Könnt ihr was erkennen? Da sind so kleine Rentiere drauf. Ich finde die so genial. Ich werde mir jetzt meine Schuhe anziehen und meine Jacke anziehen. Und dann geht's los. Viel Spaß! So ihr Lieben, wir stehen jetzt hier bei mir auf der Straße. Und die Sonne scheint. Ich kann euch mal den Himmel zeigen. Da! Ich habe aber trotzdem mal meinen Regenschirm mit. Also so hundertprozentig habe ich jetzt noch nicht den Plan, Entschuldigung übrigens, wenn es wackelt, wo wir jetzt hingehen. Ich weiß, wo ich jetzt als erstes hin möchte und wo ich danach hingehe. Und ich habe noch so ein paar andere Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte. Hier ist übrigens ein pinkes Haus. So. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich habe noch nicht so hundertprozentig den Plan. Aber ich marschiere jetzt einfach mal los und wir gucken mal, wie viel wir heute schaffen. Und im Notfall gibt es halt ein paar 2. So, hier fährt gerade diese komische Bahn. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Jedenfalls fährt ihr den Berg runter, den ich gerade hochgelatscht bin. da gibt es, glaube ich, 3 Stück von hier. Und ja, also 3 Stück, die Berge hoch und runter fahren. Und dann gibt es natürlich noch einige ganz normale Straßenbahnen, die einfach auf gerader Strecke durch die Stadt fahren. So, wir sind jetzt auf der ersten Aussichtsplattform, die auch einen Namen hat, an den ich mich jetzt nicht erinnere. Und ich zeige euch einfach mal so ein bisschen. Ich zeige euch jetzt einfach mal so ein bisschen Lissabon, die Aussicht, ein bisschen so die Stadt generell. Und dann gehen wir gleich nochmal zu ein paar von den Plätzen, die wir von hier oben sehen können. Ich zeige euch aber erstmal den Platz. Also, so sieht der erste Platz hier oben aus. Diese. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Dieses Pflaster, was die haben, das ist irgendwie total typisch für Lissabon, habe ich mir sagen lassen. So, jetzt sind wir da. Im Hintergrund könnt ihr, glaube ich, schon so ein bisschen die Aussicht sehen. Und mit der Sonne klappt es auch ganz gut. Also ich kann euch jetzt mal so ein bisschen hier was zeigen. Entschuldigung, dass das durchs Gitter ist. Oder mache ich es drüber? Klein. Also da hinten kann man so ein bisschen das Wasser sehen. Da ist halt der Tejo, der Fluss. Da ist eine Kirche. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Da auf diesem Hügel seht ihr das, da ist die Burg. Das ist halt das, also da ist der, die Stadt entstanden damals. da werden wir aber nicht hochgehen. Da war ich schon 2 Mal und es kostet irgendwie 7 Euro und so viel sieht man jetzt auch nicht. Da hinten dieses Weiße, das da, das ist, glaube ich, eine, ein Kloster, wovon es ja auch sehr viele gibt. Ja, Himmel ist so schön blau heute. In den letzten 2 Tagen hat man echt gedacht, die Welt geht unter. Es war so dermaßen regnerisch. Wir gehen jetzt wieder zurück und wir gehen durch Bairro Alto, das Partyviertel. Und dann gehen wir wieder runter, den Berg runter. Und dann zeige ich euch ein bisschen die Innenstadt und wo die ganzen Läden sind und so. Und wir gehen zum Fluss. Bis gleich. So, jetzt laufen wir gerade durch Bairro Alto, das Partyviertel, wie gerade schon gesagt. Hier ist jetzt überhaupt nichts los, es ist alles zu, es ist halt mitten am Tag. Abends haben alle Läden offen, es ist super voll hier, man hört Musik aus allen Ecken. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin nicht so der Partymensch. Ich gehe nicht so gerne weg in diese Clubs abends, von daher bin ich hier irgendwie nie. Und deswegen filme ich das jetzt einfach mal so im langweiligen Tageslichtzustand. Aber ich zeige euch trotzdem mal so ein bisschen die Gassen hier.
Das war jetzt irgendwie extrem unspektakulär, weil alles zu hat. Wir gehen jetzt mal weiter. Wir befinden uns jetzt hier wieder auf irgendeinem Platz, von dem ich den Namen wieder nicht weiß. Hier ist so ein, ich glaube, es ist eine Kirche. Da ist noch eine. Da kann man runter aufs Wasser gucken. Ich weiß nicht, ob ihr da was erkennen könnt. Ich zoome mal ein bisschen. Da ganz am Ende der Straße kann man ein bisschen das Wasser sehen. Und jetzt filme ich in Richtung Sonne und ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Hier ist der Platz, auch mit so einer Statue irgendwie und ja. Könnt ihr ihn da sehen, wo da der ganze Qualm rauskommt? Der verkauft Kastanien und die gibt es hier überall schon seit ein, zwei Monaten jetzt. Und dieser Qualm, den ihr da seht, es gab mal eine Zeit lang so viele von denen in der Stadt, dass praktisch eine riesige Qualmwolke über allem hing. Ich gehe schon mal langsam weiter. Sag ich mal so, die Läden. Jedenfalls war überall so dermaßen viel Qualm. Ich dachte echt, es wäre Nebel oder so, aber es waren wirklich nur diese Kastanienverkäufer und hier steht ein riesiger Bär. Ja. So. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Wieder irgend so ein Platz. Es gibt verdammt viele Statuen in Lissabon. Guckt mal, was ich entdeckt habe. Ein kleiner Bücherflohmarkt. Aber ich gehe stark davon aus, dass alles auf Portugiesisch ist. ja, ich gucke trotzdem mal ein bisschen durch. Manchmal hat man noch Glück und es gibt ein paar englischsprachige Bücher. Aber ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, was mich interessiert hat. Hier ist was Englisches. Ja, das war leider nichts. Es gibt nur portugiesische Bücher, ganz viele Comics übrigens. Die verkaufen immer viele Comics. Und mein Papa liebt Comics, aber die sind leider alle auf Portugiesisch. Und ich hatte zwar einen Portugiesischkurs, aber ich spreche nur ganz... Ich spreche eigentlich nichts, ich verstehe ein bisschen was. Naja, egal. So, jetzt sind wir da, jetzt kann man die Weihnachtsbäume erkennen. Das ist ein Mini-Einkaufszentrum, da sind wirklich nur ein paar Läden drin. Aber es ist mitten in der Innenstadt, deswegen ist da immer die Hölle los. Und wir gehen jetzt aus dem Grund rein, weil da eine Filiale des Buchladens ist, in dem englische Bücher verkauft werden. Und ich weiß nicht, ob ich darf wahrscheinlich nicht filmen, aber ich werde es trotzdem mal versuchen. Und die Weihnachtsdeko ist eigentlich ganz schön. Da bekommt man umsonst Umarmung, seht ihr das? Free Hugs. Ich werde mir direkt mal einen abholen. So, ich habe mir direkt mal eine Umarmung umsonst abgeholt. Yay! Ich habe ein Foto gemacht und jetzt versuche ich auf die Rolltreppe zu kommen, aber jetzt bin ich schwanger. Und wir laufen irgendwie heute. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Das ist der Wahnsinn. So, und ich versuche jetzt mal in dem Zugang zu filmen. Meine Kamera ist ja groß, deswegen fällt die wahrscheinlich auf. Aber mal schauen, vielleicht kriege ich es dann hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich gerade verstehen konntet, dabei ist so die Hölle los. Ich hoffe aber, dass das alles geklappt hat. Wie genial ist das denn, dass man da Umarmungen umsonst kriegt? Ich liebe ja solche Aktionen. Aber ich wollte jetzt nicht noch ein zweites Mal hingehen, das sieht irgendwie doof aus. Naja, also, jetzt geht's weiter. Wir bewegen uns jetzt von dem Einkaufszentrum und den Menschenmassen weg. Das hier ist so eine Nebenstraße, deswegen ist es hier ein bisschen leerer. Und wir gehen jetzt zum Hauptplatz, der unten am Wasser ist. Da ist auch noch irgendwie eine große Statue, die jetzt in letzter Zeit öfters mal so verhüllt war, weil die da irgendwas restauriert haben. Ich hoffe, dass man die jetzt wieder sehen kann. Und jo, bis gleich. Und wir laufen immer noch. Ich glaube, die Leute sind alle Weihnachtsshoppen und deswegen ist einfach dermaßen viel los da, wo die ganzen Läden sind. Und hier geht's aber, weil hier ist nichts. Hier ist nur der große Platz und ja, ich zeige es euch jetzt einfach. So ihr Lieben, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, glaube ich, hoffe ich, diese Statue, von der ich vorhin geredet habe, die ist leider immer noch verhüllt. Aber das ist eindeutig mein Lieblingsplatz in der Lissabonner Innenstadt. Also normalerweise ist das nicht da und das nicht da und man kann die Statue sehen. Da hinten, wo diese ganze Menschenmasse steht, da ist das Ufer und
Ich bin jetzt halt hier mitten auf diesem großen Platz. Der ist umgeben auf beiden Seiten von diesen Gebäuden und dann in der Mitte, und das ist mein absolutes Lieblingsmonument, ist dieser Durchgang. Ich zeige euch den nachher auch nochmal von der anderen Seite. Und dieser Platz, ja, da steht übrigens noch so ein komischer Möchtegern-Weihnachtsbaum, dieses weiße Ding, finde ich persönlich auch super hässlich irgendwie. Jedenfalls, das ist der Platz. Und es war 1755, war hier ein riesiges Erdbeben in Lissabon, beziehungsweise vor Lissabon irgendwo im Meer. Und es gab einen riesigen Tsunami und praktisch die ganze Stadt wurde zerstört. Und dieser Platz wurde dann nachher von einem gewissen Marquês de Pombal, von dem es ja auch eine Stadt, wo ein Kreisverkehr gibt, wurde dieser Platz gebaut. Und auch alles, was hinter diesem Bogen ist, also alles, was dahinter kommt, das wurde alles neu gebaut. Hier war früher der königliche Palast, der war direkt am Wasser. Ist jetzt aber nicht mehr. Dahinter war eine Oper, die auch komplett zerstört wurde. Und ja, das wurde halt alles neu gebaut. Wir müssen da jetzt nochmal gleich über eine Straße gehen. Und da habe ich mich, als ich das letzte Mal mit einer Freundin von mir hier war, so dermaßen auf die Fresse gelegt. Frag mich nicht, was passiert ist. Ich bin irgendwie über die Straße gegangen und bin plötzlich über meine eigenen Füße gestolpert und habe mich einfach komplett langgelegt. Also so richtig so voll auf dem Bauch und mit Armen und Beinen ausgestreckt. War ziemlich peinlich, aber es war zum Glück nicht so voll hier. Ich hoffe, diesmal passiert nichts. Hier sind aber auch so doofe Stufen, die man irgendwie gar nicht sieht. Aber ich gebe zu, es war meine eigene Doofheit, dass ich mich damals angelegt habe. Da hinten könnt ihr sehen, da ist die große Brücke, die diesen Teil des Lissabons mit dem auf der anderen Seite verbindet. Und, oh Gott, seht ihr das da, die Jesusstatue? Es ist irgendwie gerade total bewölkt und die Sonne und man sieht irgendwie gar nichts. Ich weiß nicht, was das ist, aber da steht auf jeden Fall eine große Jesusstatue. Stände aufgebaut. Das ist so in der Art wie ein Weihnachtsmarkt, würde ich mal behaupten. Also, wir gehen jetzt einmal durch die Fußgängerzone. Aber hier sind eigentlich auch nur Läden und Restaurants, von daher weiß ich nicht, wie viel ich da jetzt filmen und fotografieren soll. Oh, hier sind extrem viele Tauben. Und dann zeige ich euch gleich noch ein paar andere Plätze. Und ich glaube, dann setzen wir uns in die Metro und dann zeige ich euch mal mein Lieblings-Shopping-Center. Und hier ist noch so ein Statuenmann. Ich zeige euch den mal. Das hier ist ein Aufzug. Und der ist, ich habe keine Ahnung wie alt, auf jeden Fall sehr alt. Und da steigt man ein. Und dann fährt man da hoch und dann, okay, das sieht man jetzt von hier nicht, aber dann geht der horizontal, also der geht dann in die Richtung, so weiter. Und ich war da oben noch nicht, weil da unten immer eine extrem lange Schlange an Touristen ist. Hier, meine Lieben, seht ihr jetzt eine Pastelleria oder so. Da drin ist auch die Hölle los. Und so süßes Gebäck ist extrem beliebt bei den Portugiesen. Und ich, wenn ich jetzt die Chance kriege, zeige ich euch mal. Diese Dinger, Pastel de Nata, müsst ihr unbedingt mal probieren, wenn ihr nach Lissabon kommt. Es gibt in einem Stadtteil Villa so einen speziellen Laden, da gibt es die, die sind so genial. Diese Dinger, das ist irgendwie so ein typisches Weihnachtsgericht mit getrockneten Früchten und allem möglichen, habe ich selber noch nicht probiert. Und dann gibt es hier noch allen möglichen anderen Kram, da auch. Wie gesagt, da drin ist die Hölle los. Und die Portugiesen lieben ihren Espresso, also Espresso wird hier mit allem getrunken. Wir befinden uns jetzt hier auf einem weiteren Platz. Und hier sind ganz viele Leute, die Fotos machen, und ich muss mich damit wohl vorstellen. Hier gibt es so schöne Springbrunnen. Und eine weitere Statue von irgendjemandem.
Hier mag ich dieses Muster übrigens sehr mit diesen Wellen. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie sehr schön. So, wir sind jetzt von dem einen Platz weg und gehen jetzt auf den nächsten Platz. Von dem weiß ich aber den Namen, das ist Bossi. Als erstes wollte ich euch aber mal ein wunderschönes Bahnhofsgebäude zeigen. Und zwar sieht das so aus. Ich finde das wunderschön und es ist ein bisschen versteckt an so einer Straßenecke. Oh, es ist grün. Da ist ein Starbucks drin und da ist auch immer gut was los. Und wie gesagt, das ist ein Bahnhof und wenn ich den so mit den Bahnhöfen vergleiche, die wir so zu Hause haben, naja. Da ist jetzt auf jeden Fall Rossio, der Platz. Das war damals, nach dem Erdbeben, das war die Stadtgrenze. Also es ging bis Rossio und dann nicht weiter. Und dann wurde hinter Rossio, wo man jetzt auch ein bisschen die Bäume da sehen kann, wurde ein Park erbaut, damit die Leute auch ein bisschen Natur hier haben. Da führt jetzt aber eine riesige Hauptstraße lang, Avenida de Liberdade oder so. Ich kann kein Portugiesisch. Am Ende dieser Straße ist Marques de Pombal, der Kreisverkehr, ganz große Metrostation auch. Also das ist so ein zentraler Punkt hier in Lissabon. Und dahinter ist jetzt der Park, also der wird immer weiter nach hinten verschoben. Aber die Stadt geht dahinter auch immer weiter, also ist das auch nicht mehr die Grenze. Und ja, hier sind ziemlich viele Autos. Ich finde den Platz jetzt nicht so super schön, aber ich zeige ihn euch trotzdem mal. Da sind ganz viele Restaurants, wenn man da runter geht. Da würde ich euch nicht empfehlen hinzugehen, da wird man in die Restaurants förmlich reingezogen, also die sind da sehr aggressiv. Hier ist eine Metrostation und hier werden wir jetzt reingehen. So ihr Lieben, die brauchen wir. Blaue Linie. Es gibt nur 4 Metrolinien hier in Lissabon. Es ist recht überschaubar. Also mein Freund, der ist ja in Paris und da ist das Metronetz ja dann doch ein bisschen komplexer. Also wer das Pariser Metronetz von euch kennt, ja, es ist der Wahnsinn. Hier ist es sehr simpel. Es gibt wie gesagt nur 4 Linien. Die Stadt an sich ist nicht so groß, von daher kann man auch gut laufen, aber naja, bietet sich halt auch an, die Metro zu nehmen. Überall kann man jetzt auch nicht hinlaufen. Ich zeige euch mal den Metroplan. So, hier ist der Plan. Man kann übrigens da bis zum Flughafen fahren. Ist ganz praktisch. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind da. Rossio, beziehungsweise diese Station als Restauradores. Und wir fahren jetzt mit der blauen Linie einmal komplett hier hoch bis da. So. Jetzt sind wir drin. Jetzt müssen wir einmal gucken, in welche Richtung gehen wir denn. Da lang. Ich lese gerade Pride and Prejudice von Jane Austen und ich bin auf Seite 113 oder so. Okay Leute, das war eine ziemlich bescheuerte Idee, die ich da hatte. Es ist 2,5 Wochen vor Weihnachten, Samstag. Logischerweise fahren alle Weihnachtsgeschenke einkaufen. Und heute ist nur, am Wochenende fährt immer nur so die halbe Metro. Also anstatt 6 Waggons gibt es nur 3. Das heißt, es war die Hölle los. Ich bin froh, dass ich da jetzt raus konnte. Aber ich hoffe, dass es gleich auf dem Rückweg leerer ist, weil zurückfahren tun die bestimmt dann alle erst heute Abend. So. Ich bin jetzt im Einkaufszentrum und Gott sei Dank muss ich nicht in irgendwelche Läden rein. Ich bin ja nur hier, um euch ein bisschen zu zeigen, was es so gibt. Oh, da gibt es Weihnachtssachen. Seht ihr das? Ich will da jetzt nicht rein, sonst schmeißen mich wieder raus. Auf jeden Fall viele Weihnachtssachen, Weihnachtsdeko überall. Hier ist so der offizielle Eingang. Hier ist diese riesige Weltkugel, die sich dreht. Da unten ist Wasser. Und da drüber hängt nochmal so ein Ding, so ein Segelschiff und es symbolisiert halt, wie Portugal ja, damals die Welt erobert hat. Ja, wir sind jetzt sehr stolz darauf, dass die damals, das hört sich an, als wäre es in den 70ern gewesen oder so, früher, dass die ja, viele Kolonien hatten und halt eine Seemacht waren irgendwie und das ist halt in sehr vielen Symbolen wiederzufinden.
Deswegen ist immer viel mit Schiffen und Flaggen und sowas alles. Ein großer Bär. Ja, so sieht dieses Einkaufszentrum aus. Es ist rund. Die haben hier übrigens wunderschöne Weihnachtsdeko, wie ich finde. Man erkennt nichts. Es geht über 3 Etagen. Und, ne? Ich werde aber nur auf der unteren Etage mich jetzt hier bewegen. Hier ist übrigens die 2. Filiale von diesem Buchladen, in den ich immer gehe, von diesem Fnac. Und die hier ist, die ist noch ein bisschen größer, die Filiale. Und die mag ich eigentlich ein bisschen lieber. Und ich werde mich jetzt mal von diesem Rundgang in die Mitte bewegen. Die haben hier nämlich so ein... Die haben hier einen größeren Platz in der Mitte. Und da haben die einen riesigen Weihnachtsbaum aufgebaut und ein bisschen was für Kinder. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Hier ist also dieser Weihnachtsbaum. Beziehungsweise hier ist dieser runde Platz. Und im Sommer, beziehungsweise im Herbst auch, haben die hier am Wochenende immer so Kochshows gedreht für den Fernsehen. Da wurde hier immer eine riesige Küche aufgebaut und Sitzplätze und Kameras. Und dann haben die immer gefilmt. Und jetzt ist hier halt dieser Weihnachtsbaum. Und ich zeige euch mal noch ein bisschen mehr. Man kann da unten in den Weihnachtsbaum reingehen, aber es ist halt nur für Kinder. Ich würde aber trotzdem gerne reingehen, aber ich glaube, ich darf nicht. Hier sind dann, werden dann die Geschenke gemacht. Seht ihr das? Da ist dann so ein Fließband und dann laufen die langsam aber sicher in den Schlitten rein. Und ich finde das ja total süß. Ich bin ja totaler Weihnachtsfan. Ich liebe Weihnachten und dieser ganze Kitsch hier. Ich finde das genial. Es ist ja nur für die Kinder. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich hier in Lissabon in Weihnachtsstimmung komme, weil es gibt keinen Schnee, es ist nicht super kalt. Lass dich von dem Schall nicht täuschen, mir ist extrem warm. Ich dachte nicht, dass ich hier so einfach in Weihnachtsstimmung komme. Aber diese ganze Deko und die ganzen Lichter, das ist genial. Hier hängen wieder so komische Girlandendinger. Ja, so. Ich war jetzt irgendwie für 5 Minuten hier drin. Ich wollte es euch einfach nur ein bisschen zeigen, aber es ist wirklich so dermaßen voll und nur. Ich werde mich jetzt wieder zum Metro begeben. Jetzt habt ihr Colombo gesehen, es gibt hier endlich viele Läden, Restaurants. Die Restaurants habe ich euch jetzt nicht gezeigt, weil es ist, glaube ich, gerade so kurz nach Mittagsessenszeit. Das heißt, da könnte jetzt noch sehr viel los sein. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Deswegen gehe ich jetzt zum Metro. Ja, jetzt habe ich 10 Sekunden die Metro verpasst und jetzt will ich warten. Aber es ist egal, ich werde mich jetzt schon mal direkt hier vorne hinsetzen, weil es sind wieder nur 3 Waggons und ich habe gerade schon gesehen, die war schon wieder brechend voll, die Metro. Und vielleicht habe ich ja Glück und bekomme Sitzplatz, das wäre ja schön. Wobei ich nicht dran glaube. Na egal. Leute, ich habe Glück gehabt, es ist absolut nicht voll und ich habe einen Sitzplatz. Yay. Und ich werde jetzt, ich glaube, ihr könnt mich nicht hören. Ich lese jetzt mein Buch weiter. Ich habe leider voll das Eselsohr reingemacht, als ich es in meiner Tasche hatte. So, könnt ihr euch noch erinnern, dass ich vorhin von der Avenida geredet habe? Auf der befinden wir uns jetzt gerade. Ich bin jetzt gerade aus der Metrostation rausgekommen. Das ist nämlich meine Haltestelle, wenn das so heißt. Meine Station. Und wir sind jetzt hier in der Mitte der Straße, sozusagen. Und hier ist ein Flohmarkt und hier ist wie so ein kleiner Weihnachtsmarkt. Und ich zeige euch mal ein bisschen die Stände hier. Also hier gibt es allen möglichen Kram. Und diese Hütten, die erinnern mich extrem an Weihnachtsmärkte. Auch wenn jetzt hier nicht so extrem viel los ist. Da ist wieder so ein Krippenspiel aufgebaut. Ja, und wir gehen jetzt die Avenida wieder ein Stück runter. Da saß gerade in der Metro vor mir eine... Oh, Entschuldigung. Da saß vor mir eine Frau mit ihrem kleinen Sohn. Ich weiß nicht, wie alt er war, aber er konnte auf jeden Fall schon sprechen. Und der hat die ganze Zeit versucht, mir mein Buch wegzunehmen irgendwie. Und dann habe ich mich irgendwann weggedreht, um in Ruhe lesen zu können. Und dann hat er versucht, mir den Schirm wegzunehmen. Und dann kamen noch 2 andere Frauen, 2 portugiesische Frauen, die haben sich dann da auch hingesetzt. Und dann hat er angefangen, bei der einen Frau in der Tasche rumzuwühlen. Und hat sie die ganze Zeit am Arm festgehalten und hat ihr dann irgendwann an die Brust gefasst. Und die Mutter, die hat irgendwie nur gelacht und hat irgendwie nichts gemacht. Die waren die ganze Zeit nur telefoniert. Also ich fand das irgendwie ein bisschen komisch. Aber naja. So. Ich bin jetzt außer Atem. So, den Berg muss ich jetzt wieder hochmarschieren. Das sieht von hier unten nach nicht viel aus. Aber ich sag euch, wenn ihr irgendwo auf der Hälfte ankommt, dann wird's richtig steil. So.
Ich wollte noch ein paar Sachen loswerden, bevor ich dieses Video beende. Ich werde euch wahrscheinlich in nächster Zeit mit Rezensionen bombardieren, weil ich irgendwie, jetzt habe ich auf den Knopf gedrückt. So, was wollte ich gerade sagen? Ich werde euch, glaube ich, in nächster Zeit mit Rezensionen bombardieren, weil ich eine Weile lang nicht gefilmt habe und noch extrem viele Rezensionen hochzuladen habe. Zwei sind schon gedreht, aber ich glaube 10 oder noch mehr muss ich noch drehen. Und ich wollte die gerne vor Silvester noch hochladen, damit ich alle Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, auch dieses Jahr rezensiere. Das ist der Plan. Und eigentlich hatte ich vor ein paar Tagen Zeit, zwischen den einzelnen Rezensionen zu lassen, aber ich glaube, das geht nicht. Ich werde die jetzt entweder, also dass ich mehrere gleichzeitig hochlade oder irgendwie jeden Tag eine. Vielleicht so wie die Autos da stehen, könnt ihr das sehen. So steil ist es und es wird da oben noch ein bisschen steiler. Jedenfalls bin ich immer extrem außer Atem, wenn ich zum Berg hochlaufe und jetzt parkt hier ein Auto. Naja. Also, was ich eigentlich nur sagen wollte ist, ich werde euch womöglich mit Rezensionen bombardieren. Nehmt es mir nicht übel, ich nehme es euch auch nicht übel, wenn ihr sie nicht gucken wollt. So, jetzt bin ich wieder zu Hause. Meine Mitbewohnerin, oh, da bin ich. Ich bin jetzt wieder zu Hause, meine Mitbewohnerin ist mir gerade entgegengekommen und wir haben noch ein bisschen gequatscht. Jetzt habe ich auch wieder meinen Atem wieder. Und ja, ich bin jetzt wieder zu Hause. Danke, dass ihr mitgekommen seid, falls ihr jetzt noch dran seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Eindruck bekommen von Lissabon und wo ich so die letzten Monate verbracht habe. Und falls ihr mal nach Portugal kommt oder nach Lissabon, ich wünsche euch viel Spaß. Es ist eine sehr schöne Stadt. Und jo, jetzt wird es doch ein bisschen kühler. Und ja, ich glaube, ich habe gerade schon gesagt, ich werde mir jetzt einen Tee machen und dann schnappe ich mir mein Buch und dann lege ich mich ein bisschen aufs Sofa, beziehungsweise auf mein Bett, weil ich habe kein Sofa. Und dann werde ich das Video fertig machen und ja, vielleicht lade ich zusammen mit diesem Video schon ein paar Rezensionen hoch. Mal gucken. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank fürs Mitkommen und bis bald. Tschüss.